Deutschland ist ein Erdgasland mit jahrzehntelanger Fördertradition. Im Jahr 2000 stammten immerhin noch 20% des hierzulande verbrauchten Erdgases aus heimischen Sandsteinquellen, vor allem in Niedersachsen. Die Industrie bezeichnet die Gasvorkommen im Sandstein als konventionelle Lagerstätten. Für die heimische Förderung würde ich mir wünschen, dass das konventionelle Fracken bald wieder erlaubt wird. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten sind 300 Bohrungen in Deutschland gefrackt worden und ich halte Fracking für ein absolut sicheres Verfahren. Aktuell ist der Anteil des einheimischen Gases zur Verbrauchsdeckung jedoch auf 12% gesunken. Die alten Gasvorkommen im Sandstein gehen zur Neige. Deswegen wollen in Deutschland tätige Konzerne nun auch ran an die Schiefergasfelder, hier orange markiert. Sie werden als nicht konventionelle Vorkommen bezeichnet und liegen vor allem im Südwesten und Nordwesten Deutschlands. Vorbild ist die Schiefergasrevolution in den USA. Fracking ermöglicht es dort, riesige Gasmengen zu fördern, die zuvor in undurchlässigen Gesteinsschichten gefangen waren. Wir bohren überall. Das ist einer der Gründe, warum wir unsere Abhängigkeit von ausländischem Öl jährlich reduzieren konnten. Die Hoffnungen auf ein deutsches Schiefergaswunder sind stecken geblieben. Unter einer schlichten Betondecke auf einem niedersächsischen Acker. In einem seit Jahren versiegelten Bohrloch namens Damme 3. Ist Fracking geopolitisch und wirtschaftlich für Deutschland überhaupt von Nutzen? Wenn ja, wer profitiert davon? Und welche Risiken birgt die Technologie? Seit 2008 hatte ExxonMobil hier bei Vechta testweise die Fracking-Methode eingesetzt, um Schiefergas zu fördern. Zum bisher einzigen und letzten Mal in der Republik. Die Frack-Flüssigkeit blieb im Boden. Voraussetzung für den amerikanischen Schiefergasboom war eine neue Technik. Horizontales Bohren kombiniert mit Fracking. Zunächst wird in die Tiefe gebohrt. Ist die gasführende Schicht erreicht, schwenkt der Bohrer ab. Nach der Ummantelung des Bohrlochs mit Zement und Stahl werden kleine Löcher in das gasführende Gestein gesprengt. Dann wird ein Mix aus Wasser, Stützmitteln und anderen Chemikalien mit hohem Druck herabgepresst, bis Risse, Fracks, entstehen. Das Gas kann strömen. Schiefergas lässt sich überhaupt nur mit der Fracking-Methode fördern. Fracking im Schiefergestein ist schwieriger als im Sandstein. Der Göttinger Professor für Hydrogeologie Martin Sauter hat die Gefahren für das Grundwasser in Damme untersucht. 100% sicher kann niemand sein, dass keine Zwischenfälle vorkommen, die letztendlich auch Grundwasser kontaminieren. Aber nach unseren Untersuchungen zeigt sich, dass zum Beispiel eine Minimaltiefe von ca. 1000 Meter ausreichen würde, um weitgehend sicher sein zu können, dass keine Fluide ins Grundwasser gelangen können. Monitorbohrungen geben bisher keinen Hinweis auf eine Verunreinigung. Das einzige öffentlich zugängliche Dokument der Aktion ist dieses Foto. Martin Sauter hat für eine große Studie zu den Risiken bei der Schiefergasförderung geforscht. Dazu konnte er auch interne Daten von ExxonMobil nutzen. Beim Fracking in Damme kam eine Vielzahl von Chemikalien zum Einsatz. Insgesamt wurden 12 Millionen Liter verpresst. Davon waren ungefähr 0,2% Chemikalien. Und unter anderem waren die Chemikalien zusammengesetzt aus Stoffen, die zum Beispiel, man nennt es auch Tonstabilisatoren sind. Tonstabilisatoren tragen dazu bei, dass Tonsteinquellung unterbunden wird, damit die neu geschaffene Durchlässigkeit nicht reduziert wird. Und Biozide. Und Biozide stellen sicher, dass keine Mikroorganismen wachsen, weil Mikroorganismen produzieren Biofilme. Und Biofilme reduzieren auch die Durchlässigkeit, was auch unerwünscht ist. Für die Stoffe gelten einschlägige Gefahrenkennzeichnungen,
wie die offizielle Liste von ExxonMobil zeigt. Hier sind die Chemikalien als giftig, reizend, gesundheitsschädlich, brandfördernd oder umweltgefährlich klassifiziert. Unverdünnt presste das Unternehmen 24.000 Liter von dem Mix in die Tiefe. Bis heute hat ein lang geplantes Fracking-Gesetzespaket den Bundestag noch nicht passiert. Es sieht vor, dass im Sandstein in konventionellen Vorkommen wieder gefrackt werden kann. Allerdings zukünftig erst nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung und nur mit schwach wassergefährdenden Frackflüssigkeiten. Schiefergasfracking dagegen soll erst einmal nur in wenigen Fällen für die Forschung möglich sein. Verboten wird darüber hinaus jegliches Fracking in sensiblen Gebieten der Trinkwasserversorgung. Das Gesetz würde dem Schiefergasfracking die Tür ein wenig öffnen. In unkonventionellen Vorkommen dürfte zu Forschungszwecken gefrackt werden. Später, nach der Erlaubnis einer Expertenkommission, könnte aus den Forschungsbohrungen auch kommerziell gefördert werden, vermutlich frühestens ab 2018. So hätte es der ursprüngliche Zeitplan zugelassen. Ohne Gesetz ist alles offen. Auch der größte deutsche Erdöl- und Erdgasproduzent Wintershall ist auf der Suche nach neuen Fördermöglichkeiten für Erdgas und Öl. Im Ausland hat das Unternehmen schon in Russland, Argentinien und den Niederlanden gefrackt. Nur in Deutschland, wo der Konzern Konzessionen zur Schiefergaserkundung in Nordrhein-Westfalen hält, fühlt man sich ausgebremst. Beim Schiefergas wollen wir erstmal schauen, was in Deutschland unter den Rahmenbedingungen möglich ist. Also uns geht es da um Forschung. Also der erste Schritt wäre, dass wir Fracking in der konventionellen, traditionellen Erdgasförderung fortführen können. Und dann im zweiten Schritt uns anschauen, kann man hier unter den Rahmenbedingungen in Deutschland Fracking auch im Schiefergas machen. Das ist aber der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, das weiterzumachen, was wir Jahrzehnte hier in Deutschland gemacht haben. Beim Berliner Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik analysiert die Politikwissenschaftlerin Kirsten Westphal, wie sich eine Schiefergasförderung für Deutschland und Europa auswirken könnte. Schiefergasförderung in Europa wird kein Gamechanger sein. Das wird wenn überhaupt in kleinstem Maße, wenn tatsächlich die ganzen Regulierungen in den Griff und die Umweltrisiken in den Griff bekommen werden, ist es höchstens ein Beitrag, um tatsächlich die sinkende Eigenförderung nicht mehr so stark sinken zu lassen. Es ist einfach eine Illusion, zu sagen, man kriegt einen ähnlichen Effekt in den USA. Man wird zum Selbstversorger. Davor würde ich wirklich dringend warnen. Mutterland des Frackings sind die USA. Massenhaft eingesetzt hat die Technologie das Antlitz ganzer Landstriche verändert. Fracking hat die Vereinigten Staaten aber auch weitgehend unabhängig von Öl- und Gasimporten gemacht. Das Verfahren ermöglicht es, einen Energieschatz zu heben, der bislang unerschließbar war. Allein zwischen 2007 und 2011 hat sich die Schiefergasproduktion mehr als versechsfacht. Dafür wurde Fracking sogar von scharfen Trinkwasserschutzauflagen ausgenommen, dem Safe Drinking Water Act. Wir bohren überall. Das ist einer der Gründe, warum wir unsere Abhängigkeit von ausländischem Öl jährlich reduzieren konnten, seit ich im Amt bin. 2010 waren es zum ersten Mal seit 13 Jahren unter 50%. Und ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir weiterhin überall bohren, wo das möglich ist. Und dass wir dabei die Gesundheit und Sicherheit des amerikanischen Volkes schützen. Die Erdgaspreise in den USA sind stark gesunken. Davon profitieren die Verbraucher und die US-Wirtschaft. Und die Schiefergaswende hat auch geopolitische Bedeutung. Die USA haben sich damit fast einen Traum erfüllt, weil sie ja lange auch geguckt haben, vor allem Energieunabhängigkeit vom Persischen Golf.
zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, sie sind eigentlich eigenständig, was die Energieversorgung angeht in ganz Nordamerika. Das versetzt sie natürlich in eine komfortable Situation, gibt ihnen mehr geopolitische Handlungsspielräume, gerade gegenüber energiereichen Ländern wie Saudi-Arabien, Russland. Und Außenpolitiker bauen natürlich darauf auch ihre Strategien auf. Und in Deutschland? Haben wir hierzulande bald amerikanische Fracking-Verhältnisse? Das Land der Energiewende will nicht nur auf Atomkraft verzichten, auch die fossilen Energieträger sollen langfristig durch erneuerbare Energien ersetzt werden, um den Klimawandel zu verlangsamen. Beim G7-Treffen in Elmau kündigte Bundeskanzlerin Merkel vollmundig eine regelrechte Zeitenwende an. Wir wissen, dass wir dafür tiefe Einschnitte bei weltweiten Treibhausgasemissionen brauchen und haben uns deshalb dazu bekannt, dass wir im Laufe dieses Jahrhunderts eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen. Ein Bekenntnis, das nicht zum fossilen Energieträger Schiefergas passt. Zwar ist Erdgas beim Verbrennen weniger schädlich als Stein oder Braunkohle, weshalb Fracking-Befürworter die Methode als Brückentechnologie ins Spiel bringen. Dagegen spricht, dass auf amerikanischen Fracking-Feldern jede Menge Gas abgefackelt wird. Außerdem entweicht Methan, das viel klimaschädlicher ist als CO2, unkontrolliert in die Atmosphäre. Hier Bilder einer Spezialkamera. Dekarbonisierung ist ein Ziel und es war sicher ein Durchbruch auf Ebene politischer Erklärungen zu sagen, ja, die G7, die großen Industrienationen wollen dekarbonisieren. Und dann ist es natürlich ein wichtiger Schritt, erstmal auf Erdgas zu setzen, was am saubersten verbrennt, wenn wir die fossilen Brennstoffe angucken. Weil wir gerade in den USA gesehen haben, ja, das hat natürlich dem Klima geholfen, dass viel Kohleverbrennung ersetzt worden ist durch Erdgas. Aber natürlich tendenziell, wenn wir davon ausgehen, dass wir unser Energiesystem dekarbonisieren wollen, muss letztendlich auch Erdgas immer eine geringere Rolle spielen. Aber da reden wir dann wirklich von sehr langen Zeiträumen. Die Schiefergasrevolution hat dazu beigetragen, dass die Erdgas- und Erdölpreise trotz der Umbrüche im arabischen Raum, des Vormarsches des IS im Irak und der Ukraine-Krise stark gesunken sind. Für Produzenten wie Russland bedeutet dies ein großes Einnahmeproblem. Fracking hat tatsächlich dazu geführt, dass wir eine Neukartierung der Energiewelt haben und auch der Akteure. Dass wir also Länder haben, die früher wirklich Konsumenten waren, Verbraucherländer und jetzt wie die USA eben auch Produzenten und gleichzeitig Exporteure geworden sind. Also da haben wir enorme Rollenverschiebungen. Gleichzeitig bedeutet natürlich Fracking eine neue Technologie, bedeutet auch Risiken im Umweltbereich, weil wir da natürlich in neue, ja, Dimensionen auch vordringen, geologische Schichten. Stop Fracking! Stop! Im niedersächsischen Langwedel bei Verden demonstrieren im Mai 2015 Hunderte über dem förderstärksten heimischen Erdgasvorkommen, dem Völkersenfeld. Sie protestieren auch gegen das Verpressen der bei der Förderung anfallenden Abwässer. Wer hier Milliarden aus dem Erdboden zieht, der soll auch bitte dafür sorgen, dass das hier anständig abgeht. Die Demonstration richtet sich auch gegen eine weitere Nebenwirkung der Erdgasförderung. Mehrere Erdbeben in der Region seit 2008. Wir haben Fernsehen geguckt und auf einmal bebte alles. Die Lampe kam auf uns zu, also die Stehlampe, und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Man hatte das Gefühl, im Nachbarhaus ist ein LKW irgendwie ins Haus gefahren. Ja, und dann hat man erstmal telefoniert. Was war das, was ist passiert? Das war heftig. Das hat mir tatsächlich den Schreibtischstuhl und am Hintern weggenommen. Ich wünsche mir einfach mehr Verantwortung von den Leuten, die hierüber entscheiden. Wir, ich bin Landwirt, können hier nicht weglaufen. Wir müssen mit diesen Problemen leben. Andere, die stimmen kurz ab und sagen, was soll's, wir sind weit genug weg. Wir können das so nicht hinnehmen. Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt hat darauf reagiert, dass aus der Region mit sehr geringer seismischer Aktivität ein Erdbeben-Hotspot geworden ist. Das nächste Mal will er vorbereitet sein, wenn es bebt, und den Erdstoß genau dokumentieren. Hier in der Ecke befindet sich das Erschütterungsmessgerät im Keller des Langweler Rathauses.
Das Messgerät steht hier seit September 2013 und wir halten es für erforderlich, hier die Schwingung zu messen, weil wir seit Ende 2012 wissen, dass durch die Erdgasförderung Erdbeben ausgelöst werden. Und auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Erdbeben. Bloß dort konnte letztendlich der Zusammenhang mit der Erdgasförderung nicht hergestellt werden, weil das Messsystem einfach nicht fein genug gewesen ist. Als am 22. November 2012 die Erde zum bislang letzten Mal in Langenwedel deutlich spürbar bebte, wurden zwei Immobilien von Marco Sündermann beschädigt. 2,9 betrug die Magnitude, die mit großer Sicherheit durch die Fördertätigkeit in knapp 5 Kilometern Tiefe ausgelöst wurde. Mehr als 100 Hauseigentümer meldeten danach Schäden. Hier haben wir einen Schaden, der durch die Erschütterung halt zustande gekommen ist. So ein treppenartiger Riss. Parallel in anderen Immobilien sind halt die Fliesen gesprungen und teilweise auch außen die Stürze gerissen. Das ist schon ein enormer Schaden. Der Neubau, nur ein paar hundert Meter entfernt, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Und hier an unserer vermieteten Immobilie haben wir auch außen in der Fassade einen massiven Riss, der unter den Stürzen ist. Insgesamt haben wir an dieser vermieteten Immobilie ca. 35.000 Euro Schaden. Einen Zusammenhang mit der Gasförderung hat das Landesamt für Bergbau eingeräumt. Dennoch ist die Schadensregulierung schwierig. Dass natürlich die Industrie, die ihr Geld dort mit verdient, versucht, das alles, das Thema klein zu halten, möglichst keinen Widerstand zu bekommen, das ist natürlich klar. Dass natürlich im ersten Moment erst alles abgeschmettert wird, deren Seite, auch wenn dort mal irgendwelche Pannen passieren, ist klar. Wir sind halt im Moment in der Beweispflicht und das ist das Schwierige. Inzwischen haben Kommunen und Landespolitik erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Wir haben in Abstimmung mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies erreicht, dass eine Schiedsstelle zur Regulierung von Erdbebenschäden durch die Erdöl- und Erdgasindustrie eingerichtet wurde. Und es sind allerdings erst von den 108 geschädigten Personen so um die 10 zu dieser Schiedsstelle gegangen. Es werden alle gut beraten, die einen Schaden von dem Beben in 2012 festgestellt haben, diesen Weg ebenfalls zu beschreiten. Am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam untersuchen Geologen von Menschen ausgelöste Erdbeben. Fracking hat in Europa, anders als in den USA, erst wenige Beben mit einer Magnitude über 3 ausgelöst. So in Basel und St. Gallen. Da sieht man die Nachbarn. In einem Versuch beobachten Thorsten Dahm und seine Kollegen, wie sich in Gelatine ein Riss ausbreitet. Die Richtung, in der er sich ausbreitet, die hängt auch ab von sogenannten Auftriebskräften. Und die suggerieren oder können erklären, warum Risse dann zum Beispiel nach oben, bestrebt sind, nach oben zu wachsen, wenn sie aus leichterem Fluid bestehen oder wenn leichtes Fluid eingepresst wird. Aber es ist vor allem auch das Spannungsfeld, das beeinflusst, wie der Riss wachsen wird. Und wenn das Spannungsfeld anders orientiert ist als in dem Beispiel hier, dann kann ein Riss auch horizontal wachsen. In Lagerstätten, Erdgaslagerstätten wird man häufiger diesen Fall haben oder auch ausnutzen wollen, dass die Risse horizontal in der Lagerstätte wachsen. Als eine Ursache für induzierte Erdbeben gilt, dass es durch die Gasförderung zu einer Druckabsenkung kommt. Das Gestein sackt zusammen. Es entstehen Spannungen. In der Folge bebt die Erde. Als zweite Ursache gelten Flüssigkeitsinjektionen, wie beim Fracking. Wenn man sich vorstellt, man hat zwei Gesteinsschollen, die verhakt sind, durch Reibung eng aneinander, in engem Kontakt liegen. Und wenn Fluide eingepresst werden zwischen die Gesteinsschollen, der Druck sich also erhöht, dann werden die leicht auseinandergedrückt und dann kann ein Erdbeben ausgelöst werden. Und dann kann es eben zu Scherbewegungen kommen, was letztlich ein Erdbeben bedeutet. Als Reaktion auf die Erschütterungen wurde bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover der Niedersächsische Erdbebendienst geschaffen. Geophysikerin Monika Bischoff beobachtet das seismische Geschehen. Hier sind die Stationen.
Erdbeben in Niedersachsen konzentrieren sich vor allem auf die Erdgasfelder, aktive Erdgasproduktion. Und daher sehen wir dort auch einen Zusammenhang zwischen den Erdbeben einerseits und der Erdgasförderung auf der anderen Seite. Unsere Argumente dafür oder Indizien dafür sind, dass wir eine räumliche Nähe haben der Erdbeben, die sich an die Erdgaslagerstätten anlagern. Im weiteren Umfeld beobachten wir aber keine Erdbeben. Wir haben also eine räumliche Korrelation. Durchschnittlich dreimal jährlich wackelt die Erde durch die traditionelle Gasförderung, ganz ohne Fracking. Stärker bebte es zuletzt 2014 bei Kloppenburg, 3,1 auf der Richterskala. Die Seismologen untersuchten auch, ob Fracking Beben in Deutschland ausgelöst haben könnte. In Niedersachsen gab es 320 Frackmaßnahmen, um die Erdgasreservoire zu stimulieren und das Gas besser fördern zu können. Diese Frackmaßnahmen wurden verglichen mit der Erdbebentätigkeit. Man hat also die Orte der Frackmaßnahmen verglichen mit dem Auftreten der Erdbeben, den Orten der Epizentren. Und hat da geguckt, gibt es eine räumliche Korrelation. Man hat zusätzlich verglichen, gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Und bei beiden Untersuchungen ist herausgekommen, dass es eben keinen Zusammenhang zwischen den Freckmaßnahmen einerseits und den Erdbeben andererseits gibt. Dass die Erdgasförderung ohne Freckmaßnahmen in Norddeutschland Erdbeben auslöst, ist allerdings auch erst seit wenigen Jahren unstrittig. 2004 wackelt bei Rothenburg an der Wümme die Erde so stark wie seit Beginn der instrumentellen Aufzeichnung vor über 100 Jahren nicht. 4,5 auf der Richterskala. Es war eine Auffälligkeit, dass dieses Beben inmitten von den drei förderstärksten Gasfeldern damals gelegen ist. Und insofern war natürlich die Frage, stand im Raum, ob dieses Beben eventuell durch die Gasförderung ausgelöst sein konnte oder nicht. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe behauptet damals eilig, es sei ein tektonisches Beben natürlichen Ursprungs in unverdächtigen 10 Kilometern Tiefe gewesen. Kein Zusammenhang zur Gasförderung, angeblich. Die Industrie gibt den Seismologen keine Daten. Die greifen auf einen Trick zurück, um die Ursache zu ergründen. Wir kamen dann auf die Idee, letztlich ganz weit entfernt von dem Rothenburg-Erdbeben nach Daten zu suchen, sind fündig geworden in Amerika und in Kanada an sogenannten seismologischen Arrays. Das sind hochempfindliche Antennen, die eigentlich gebaut wurden, um Atombomben-Teststoppabkommen zu überwachen. Dort haben wir kleine Signale gefunden, die durch das Rothenburg-Beben ausgelöst wurden. Die haben wir auswerten können und dann letztlich feststellen können, dass das Erdbeben bei Rothenburg eben in 5 bis 6 Kilometer Tiefe aufgetreten ist, also ganz nahe an der Tiefenlage der Erdgasfelder, die dort liegen. Der Beweis war erbracht. Gasförderung lässt die Erde beben. Die seismologischen Folgen eines flächendeckenden Fracking-Einsatzes zur Schiefergasförderung in Deutschland sind noch nicht abzusehen. Wenn man das verstehen will, dann lohnt es sich sicher, in die USA zu sehen und nach Kanada, wo Fracking-Maßnahmen im industriellen Maßstab seit vielen Jahren durchgeführt werden, also großskalig. Und dort hat man festgestellt, dass die Anzahl der mittelstarken Beben in Mittelamerika zum Beispiel zugenommen hat im Vergleich zu den Jahren vorher. Man glaubt, dass das zum Teil oder vielleicht auch zum Großteil durch das Verpressen von Abwasser verursacht wird. Es gibt aber auch einzelne Beispiele dafür, dass eine einzelne Fracking-Operation auch Erdbeben auslösen konnte. Ein Beben live im US-TV. Erdstöße sind in einigen US-Erdgasfördergebieten fast schon Alltag, wie hier in Oklahoma City. Fassaden bröckeln. Dächer stürzen ein. Die Zahl der Erdbeben ist seit 2009 um das 20-fache gestiegen. Von 50 auf mehr als 1000 pro Jahr. Einwohnerin Angela Spotts kann kaum noch schlafen, überlegt Oklahoma den Rücken zu kehren. Wenn sie mit dem Bohren und Fracking beginnen, dann wird es richtig laut. Die Luft ist ungenießbar, überall Dieselgeruch. Und direkt gegenüber leben ganz normale Menschen. Kinder atmen die schlechte Luft ein. Und dann bebt auch noch die Erde. Ursache der Erdbeben soll die Beseitigung der beim Fracking anfallenden Abwässer im Untergrund sein.
Experten sprechen von Lagerstättenwasserverpressung. Was auch immer die Beben auslöst, die Politik ist untätig. Angela Spotts enttäuscht. Die Aufsichtsbehörde ist auf der Seite der Industrie. Als wir sie um Hilfe baten, wurden wir nur rüde abgefertigt. Der Aktivistin bleibt nichts übrig, als alles genau zu dokumentieren. Die Gefahren vor Ort in Oklahoma wiegen offensichtlich weniger schwer als die Macht, die Rohstoffe und Energie global verleihen. Das suggeriert zumindest dieses Werbevideo der US-Gasindustrie. As a nation, we find ourselves relying on resources from places where people salute any flag but ours. Enough. Today we shake the sleep from our eyes and turn our focus to new solutions. We're standing on top of the world's largest supplies of natural gas, and now we know their full potential. Fuel, power, cleaner air. American natural gas gives us the confidence to once again say, we'll take it from here. 100 years worth of natural gas under American soil puts us in control of our own destiny. Das Frappierende ist eigentlich wirklich, dass wir jetzt in Zeiten so großer geopolitischer Risiken und Krisen wie in Russland-Ukraine-Konflikt, wie im Irak, Syrien, obwohl wir eben diese geopolitischen Risiken haben, die Gas- und Ölpreise verhältnismäßig niedrig sind. Das ist eigentlich präzedenzlos in der Geschichte. Und das ist eine Folge des Frackings tatsächlich. An der Bergakademie Freiberg in Sachsen forscht man an Frackflüssigkeiten. Es ist die älteste noch bestehende montanwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Welt. Professor für Geoströmungstechnik Muhammad Amro untersucht die Stützmittel im Frack-Fluid. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Technologie. Nachdem Risse ins Gestein gesprengt wurden, setzen sich die Stützmittel, Sand- oder Keramikkügelchen, in die neu geschaffenen Zwischenräume. Sie verhindern, dass sich die teils hunderte Meter langen Fracks wieder schließen. Um sie herum kann Gas durch die neuen Kanäle strömen. Wir wollen ja Risse erzeugen im Gebirge und diese Risse müssen durch Stützmittel offen gehalten werden. Wenn wir aber Wasser hier benutzen und wir haben ja Stützmittel im Wasser, dann sehen Sie, wie schnell die Stützmittel sich absetzen auf dem Boden der Bohrung und somit können wir nichts mehr erreichen. Wir benutzen zum Beispiel Verdeckungsmittel im Wasser, um die Stützmitten in Schwebe zu halten. Da sieht man hier, das ist sehr klar. Ohne Zusätze können wir leider nicht fracken, das geht nicht. Mit seinen Mitarbeitern testet Amro, wie Stützmittel die Durchlässigkeit von Gestein erhöhen. Dazu werden zwei Schieferscheiben, zwischen denen sich Kügelchen befinden, zusammengepresst. Und die Wissenschaftler messen, wie viel Flüssigkeit noch durch den Spalt fließt. Neben Stützmitteln und Verdickern kommen beim Fracking regelrechte Chemie-Cocktails zum Einsatz. Dann brauchen wir Chemikalien, um zu verhindern, dass Mikroorganismen von der Oberfläche ins Gebirge rein mitgeschleppt werden. Das können wir erreichen, indem wir Biozide als Zusatzstoffe nehmen. Wir brauchen auch Chemikalien, um die Tone, die in der Lagerstätte im Gebirge existieren, zu stabilisieren. Also wir brauchen Tonstabilisatoren und so weiter. Diese Chemikalien sind wichtig, um störungsfreie Operationen, Frack-Operationen durchführen zu können. In Deutschland sind 120 Chemikalien bekannt, die zwischen 1983 und 2011 beim Fracking im Sandstein eingesetzt wurden. Die jeweilige Zusammensetzung blieb geheim. Nach Protesten der Bevölkerung wirbt die Industrie nun mit dem Einsatz ungiftiger Fracking-Fluide. Doch sind diese wirklich so harmlos, wie behauptet? Am Institut für Grundwasserökologie des Helmholtz-Zentrums München schaut Wasserchemiker Martin Elsner einen Film, in dem ExxonMobil-Mitarbeiter eine neue Fracking-Mixtur anpreisen, die angeblich kaum noch bedenkliche Chemikalien enthalten soll. Wenn es denn der Sache dient, trinken wir das jetzt. Na gut, zum Wohl. Worauf diese Zusammensetzung keinen Einfluss hat, ist, was unten aus dem Untergrund wieder hervorkommt. Geogene, natürliche Substanzen wie Schwermetalle, Arsen, Quecksilber, radioaktive Elemente oder auch Substanzen, die aus diesen
Fracking-Chemikalien gebildet werden können. Die ursprünglichen Chemikalien sind vielleicht harmlos, aber die Produkte, die unten entstehen, sind es vielleicht nicht mehr. Und deshalb ist halt die Frage, ob die Vertreter von Exxon das noch trinken würden, wenn es aus dem Untergrund wieder hochgekommen ist. Martin Elsner untersucht die Gefahren von Fracking-Fluiden. Eine schwierige Aufgabe, da die in der Branche führenden US-Firmen nur laxe Veröffentlichungspflichten gewohnt sind. So müssen diese die Identität von Chemikalien nicht deklarieren, wenn sie weniger als 0,1% der Additivgesamtmenge ausmachen. Es ist tatsächlich auch eine hohe Kunst der Chemie, weil da nacheinander verschiedene Chemikalien bewusst eingesetzt werden, um die Eigenschaften der Flüssigkeit ganz gezielt in der zeitlichen Abfolge zu verändern. Also das ist, da steckt auch viel Wissen drin. Aber dieses Wissen ist natürlich auch ein Wert, den die Firmen haben, die das entwickelt haben. Und das Wissen wollen sie, unterliegt einer gewissen Geheimhaltung. Das wollen sie nicht einfach preisgeben. Und das ist ein großes Hindernis gewesen bisher, da auch Forschung zu machen. Denn bisher hat die Umwelt- oder Wasserforschung eigentlich letztlich eine Rolle als Zaungast gehabt. Ein besonderes Risiko stellt der Flüssigkeitsmix dar, der nach dem Fracking wieder zutage gefördert wird. Denn im Untergrund, der physikalisch mit einem Reaktor zu vergleichen ist, können ganz neue giftige Substanzen wie halogenierte Kohlenwasserstoffe entstehen. Einige dieser Verbindungen stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Untergrund, das ist ja nicht wie das flache Grundwasser, was wir hier haben, woraus wir unser Trinkwasser beziehen, sondern da herrschen hohe Temperaturen. Das sind extrem hohe Salzgehalte, die in diesen geologischen Formationen, in diesen tiefen Untergrund vorkommen. Und dort werden auch Substanzen in der Fracking-Flüssigkeit zugesetzt, die geradezu darauf angelegt sind, andere Substanzen zum Reagieren zu bringen, wie starke Oxidantien, wie starke Säuren und so weiter. Und diese sehr extremen Bedingungen für Reaktionen chemischer Art, die dort im Untergrund stattfinden, die hat man noch gar nicht richtig untersucht. Auch nicht unter den hohen Drücken, die dort unten herrschen. Es droht sich ein Fehler zu wiederholen, den Politik und Energiewirtschaft schon bei der Atomkraft machten. Die Entsorgungsfrage ist ungeklärt. Auch wenn es beim Fracking nicht um spaltbares Material geht. Was allerdings momentan überhaupt nicht beachtet wird in dieser ganzen Diskussion, ist, dass bei dem Fracking-Prozess Abwasser anfällt. Und das ist kein Risiko, sondern das ist eine Realität. Und dass momentan keine adäquaten Technologien vorhanden sind, etabliert sind, um dieses Abwasser zu behandeln. Da ist momentan die Forschung noch daran, Lösungen zu suchen. Und das ist etwas, was eine ganz große Forschungslücke ist, eine ganz große Lücke in der Technologie, die momentan noch besteht und die geschlossen werden muss, bevor man daran denken kann, diese Technologie richtig einzusetzen. An der Uni Göttingen hat Martin Sauter berechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das oberflächennahe Grundwasser durch Methan verschmutzt wird, wenn beim Fracking tief unter der Erdoberfläche etwas schiefgehen sollte. Dazu führte er eine Transportsimulation durch. Was Sie sehen können, ist hier die Gesteinsabfolge von ca. 1500 Meter Tiefe, die Lagerstätte hier an der Basis und an dieser Stelle eine sogenannte durchlässige Störungszone. Auf der rechten Seite können Sie sehen, wie im Zeitraum von jetzt zum Beispiel 100 Jahren sich unter bestimmten Bedingungen Methan entlang dieser Störungszone in Richtung Erdoberfläche bewegt. Was zur Folge hätte natürlich in diesem Fall, was unwahrscheinlich ist, dass im Grundwasser erhöhte Konzentrationen von Methan gemessen werden könnten. Durch geologische Störungszonen können Freckfluide und Methan schlimmstenfalls ins oberflächennahe Grundwasser gelangen. Außer Kontrolle geratene Frecks, die das Barrieregestein über der Lagerstätte verletzen und einen Pfad öffnen, stellen ein weiteres Risiko dar. Die maximale Frackhöhe beträgt immerhin fast 600 Meter. Schließlich können schadhafte Bohrlöcher das Grundwasser in der Nähe der Oberfläche verschmutzen. Unsere Empfehlung ist, Wasserschutzgebiete zu vermeiden aufgrund von Unfällen und dadurch Verschüttungen von Chemikalien in den Untergrund. Und zum anderen sicherzustellen, dass gewisse Mindesttiefen eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel aufgrund unserer Modellierungen und Abschätzungen aus Messdaten eine Mindesttiefe von 1000 Meter angenommen. Und wenn das sichergestellt ist, ist davon auszugehen, dass alles gewährleistet ist, um das Risiko zu minimieren. Doch sollte Deutschland wirklich ins Fracking einsteigen? Sind dann die Klimaziele überhaupt noch zu erreichen?
Der Schiefergasboom in den USA sorgt hierzulande paradoxerweise für ein Comeback des Klimakillers Kohle. Wir haben ja nicht nur einen Fall des Erdölpreises gesehen, sondern im Zuge dessen auch des Erdgases, im Zuge dessen aber auch der Kohle, weil gerade in den USA ein Effekt war, den wir am schnellsten in Europa mitbekommen haben, also quasi ein indirekter Effekt des Schiefergasbooms. Der war, dass die USA auf einmal nicht mehr so viele Kohle verbrannt haben und viel Kohle, die auf den US-Markt gelangen sollte, nach Europa exportiert worden ist. Also wir haben da erstmal gesehen, die Kohlepreise sind gefallen und erstmal in Deutschland natürlich auch die Kohleverstromung aufgrund der normalen kommerziellen Prozesse da erstmal stärker zugenommen hat. Dimock, Pennsylvania, im Zentrum des amerikanischen Schiefergaswunders. Fracking hat hier bereits den Untergrund verschmutzt. Am Susquehanna River tritt Methan aus. Mitten im Fördergebiet lebt Familie Carter. Ron und Jean ahnten nicht, was auf sie zukommen würde, als sie die Nutzung ihres Grundstücks genehmigten. Sie sagten, alle Nachbarn hätten schon unterschrieben. Als ich rumfragte, was passiert, wenn wir uns weigern, wurde gesagt, sie werden sowieso unter dem Grundstück bohren und das Gas rausholen. Also könnten wir genauso gut unterschreiben und bekämen wenigstens unseren Anteil. Die Folge? Erst stank es aus dem Wasserhahn. Dann riet die Erdgasfirma, das Wasser nicht mehr zu trinken. Selbst duschen wurde unmöglich. Nun wird regelmäßig Frischwasser geliefert, auf Kosten der Industrie. Bill Eli aus Dimock kann mit seinem Leitungswasser eindrucksvolle Experimente durchführen. Es ist mit Methan verseucht. Schauen Sie, wie trüb das Wasser ist. Neulich hat es so gezischt, als sei Kohlensäure im Wasser. Aber es war Gas. Es gab eine richtige Stichflamme. Die Ursache für eine solche Verschmutzung des Grundwassers sind meist Bohrlöcher, die in der Nähe der Erdoberfläche fehlerhaft verschalt sind. 41.000 US-Bohrlöcher untersuchten Forscher der Cornell-Universität und fanden heraus, 6% der Bohrungen waren undicht. Wintershall will in Barnsdorf bei Diepholz Gas aus Sandstein fördern. Seit langem sind dazu Fracks beantragt, doch bislang gibt es noch keine Genehmigung. Unverständlich findet man das beim Konzern. In Barnsdorf wird das Trinkwasser aus einer Tiefe gewonnen von 50 bis 60 Metern. Unsere Lagerstätte befindet sich in 4.500 Metern. Und dazwischen liegen verschiedene abdichtende Gesteinsformationen, sodass keinerlei Verbindung zwischen der Lagerstätte und dem Trinkwasser besteht. Und zum anderen haben wir die Bohrungen abgedichtet, nach außen hin, jeweils mit Verrohrung, Stahlverrohrung und Zementation, Verrohrung, Zementation, das bis nach oben hin. Der Stillstand beim Fracking, eine Konsequenz der Ängste und Proteste vieler Bürger. Für die Ingenieure, die in der Vergangenheit in Niedersachsen fracken konnten, ohne dass es die Öffentlichkeit interessierte, ist dies eine nicht rational zu begründende Entscheidung. Ja, es ist derzeit schon ein bisschen unbefriedigend, dass man jetzt nach 4 Jahren, nachdem diese Bohrung hier beendet worden ist, immer noch kein weiteres grünes Licht hat, hier weiterzumachen. Und ist meines Erachtens auch nicht vorteilhaft für den Standort hier, für die heimische Förderung, dass eben die Firmen keine Planungssicherheit haben, wie sie weiter auch mit zukünftigen Projekten umgehen können. Aus strategischer Sicht ist es durchaus umstritten, ob der deutsche Energiebedarf unbedingt mit Erdgas aus heimischen Lagerstätten gedeckt werden muss. Bei Fracking gerade in Europa sollten wir nicht vergessen, dass wir eigentlich umgeben sind von sehr großen konventionellen Erdgasreserven. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass ja tatsächlich auch Energiehandel im Grunde genommen dazu beitragen kann, politische Beziehungen, außenpolitische Beziehungen voranzutreiben. Beim Gasfracking, vorerst ausgebremst, erforscht Wintershall nun auf anderem Gebiet eine Methode, um mehr aus der Tiefe zu holen. Bei der Ölförderung. Üblicherweise lassen sich nämlich nur etwa 30% Öl aus einer Lagerstätte fördern. Der Rest bleibt ungenutzt in der Erde.
Jetzt soll der gemeine Spaltblättling helfen. Ein Pilz, der eine gelartige Substanz namens Schizophyllan produziert. In Wasser gelöst, presst man sie in die Lagerstätte und drängt bisher unförderbares Erdöl nach oben. Erste Feldtests verliefen vielversprechend. So exotisch wie die Experimente mit dem gemeinen Spaltblättling, wird vermutlich auch die heimische Gasindustrie bleiben. Denn das Gesetzespaket ist zwar kein Fracking-Verhinderungs-, aber eben auch kein Fracking-Ermöglichungsgesetz. Dazu kommt, es besteht noch reichlich Forschungsbedarf. Fracking wird ja auch schon sehr, sehr lange, also schon seit mehr als 50 Jahren durchgeführt. Und man kann es in diesem Sinne beherrschen, aber wenn es zum Beispiel flächenhaft angewendet wird, wie zum Beispiel bei Schiefergasentwicklung, ich denke, da ist es noch erforderlich, dass weitere Erfahrungen erst noch mal gesammelt werden muss, um diese Risiken abschätzen zu können. Für mich ist sehr entscheidend, dass wir die Transformation des Energiesystems nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa vorantreiben und bringen. Und insofern verstellt im Grunde genommen der Blick jetzt auf, wie kann ich weiter fossile Energieträger möglichst billig gewinnen, unter Umständen nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern schon den Blick auf das eigentlich Wesentliche. Die Sorge, die man sieht und haben kann, ist zum Beispiel, dass man mit Fracking, mit der Entwicklung dieser Technologie, gerade in den USA, zum Beispiel weniger investiert hat in Forschung neuer, zukunftsweisender Energietechnologien. Sollte Deutschland sich doch noch mit dem Gasfieber infizieren? Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat das technisch gewinnbare deutsche Schiefergaspotenzial auf 1,3 Billionen Kubikmeter geschätzt. Das deckt den gesamten deutschen Verbrauch für 13 Jahre. Um dieses Gas zu erschließen, wären bis zu 48.000 Bohrungen auf 9.300 Quadratkilometern nötig, so eine Studie für das Umweltbundesamt. Dazu kämen massiver Lkw-Verkehr zu und von den Förderstellen, enorme Mengen Abwässer und Beeinträchtigungen der Umgebungsluft durch Methan, Ethan, Propan und Feinstaub. Die Bilanz eines Schiefergas-Frackings in industriellem Ausmaß. Und das, wenn alles nach Plan läuft. Ohne Lecks und Unfälle. Vielen kleineren Energielieferanten in den USA droht mittlerweile aufgrund niedriger Öl- und Gaspreise die Pleite. Und auch in Deutschland könnten Umweltauflagen die Förderung so verteuern, dass Fracking sich für die Unternehmen schlicht nicht lohnt.